Moin und willkommen zur mittlerweile 6. Folge der Sprint to Glory mit dem 1. FCN. Wenn euch das Projekt gefällt und ihr Bock auf so ähnliche Projekte habt, wie zum Beispiel unsere eigene Bundesliga, dann lasst doch jetzt rechts oben gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Würde mich mega über euren Support freuen. Ich rede aber jetzt gar nicht viel rum, wir fangen sofort an und viel Spaß euch mit der Folge jetzt, wenn es heißt Nürnberg in der Europa League. Und jetzt sind wir auch schon in der neuen Saison, nehmen natürlich das Vorbereitungsturnier mit dem meisten Geld an, wo es mittlerweile jetzt schon echt viel Geld ist, 5 Millionen. Jetzt aber gucken wir uns mal unser Team an und wo wir noch so Schwachstellen haben. Und die ist relativ klar, hier links hinten der Sterling, da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen. Und auch auf der Innenverteidigungsposition, der Orban ist nämlich jetzt schon 34, da brauchen wir den. UZOM, glaube ich, wird der Ihattare noch gut steigen, der ist ja noch echt, ja, für irgendwo bei 25. Gucken wir auf jeden Fall mal, wo wir jetzt noch, also was wir so machen können, und zwar mit dem Gehalt von, bin ich jetzt selber gespannt, ich habe es noch nicht gesehen, 60 Millionen! Das ist ein richtig geiles Gehalt, dachte ich nicht, dass wir so viel haben. Und mit dem Geld lässt sich auf jeden Fall die Mission Angriff auf die Champions League starten. Ich würde sagen, ich zeige euch wie immer die Transfers und so weiter, was halt so passiert in der Transferphase. Und als erstes verpflichten wir einen Spieler von den freien Spielern. Der hat eine, ja, mittelmäßige Gesamtstärke, aber ist erst 21 Jahre jung. Und unser erster Verkauf ist perfekt. Wir verkaufen, man sieht ihn hier, Emre Can nach Lazio Rom für 19,7 Millionen, also ein echt guter Deal. Und wir brauchen jetzt nicht nur einen, sondern zwei Innenverteidiger, weil wir Nueki für 31,5 Millionen Euro verkaufen. Und der erste Kauf ist perfekt, ihr seht schon, Raphael Varane für gerade mal 13,2 von Leeds United, der hatte nur noch 12 Monate Vertrag. Und der nächste Verteidiger kommt, Linksverteidiger Joao Cancelo für 37,5 Millionen, ist zwar echt viel Geld, aber jetzt passt auf, Preisbewertung muss es angehen, weil er hat eine 88, das ist richtig krasses, hier ein Spielerwert von 47 Millionen und wir haben ihn für 37,5 geholt, das heißt 10 Millionen, einfach weniger, auch ein richtig geiler Deal. Und wir können auch den Ersatz für einen Can verpflichten, es ist kein geringerer als Thomas Lemar, der kommt von Newcastle United für gerade mal 26 Millionen Euro. Dann noch einen kurzen Abgang zu vermelden, der aber nicht so relevant ist, wir verleihen den für 12 Monate nach King. Unsere UEFA Europa League Gruppe, glaube ich, steht fest. Gucken wir sie uns an. OL, Praga, ja, wobei, also müssen wir eigentlich auf jeden Fall weiterkommen. Keine Frage mit dem Team. Zweiter, ja, OL ist stark, also zwar als Zweiter, aber als auf jeden Fall. Und ich habe nochmal einen Verkauf zu vermelden. Ihr seht schon, da schade verlässt uns, sehr schade, nein Spaß, verlässt uns nach oben für 50 Millionen, also auch ein echt guter Deal. Hier, wir sehen Spielewert 29,5 Millionen, das ist gut doppelt rausgeholt, sehr, sehr guter Transfer. Wir brauchen aber jetzt unbedingt noch einen neuen Rechtsmittelfeldspieler. Und der steht auch fest, es ist kein gewisserer als Daichi Kamada. Zwar nicht fürs rechte Mittelfeld, aber fürs ZOM und Ihattaren kann dann nach rechts. Wir sind am Deadline Day in der letzten Stunde angekommen. Wir haben noch ein gutes Transferbudget über von 33 Millionen. Frage ist jetzt nur Innenverteidiger oder auch wirklich Keeper, weil der Bono ja schon auch echt alt ist. Aber ich denke sogar, ich werde nichts machen. Und das denke ich nicht nur, das machen wir auch so. Wir springen in den Kalender und hüpfen vor bis zum 1. Januar und sehen uns dann gleich wieder. Wenn wir da sind, ich hoffe und ich erwarte echt viel in Bundesliga, DFB-Pokal und natürlich Europa League. Und wir sind angekommen im Januar, ich bin richtig gespannt. Schauen wir was. Ja, Trainerbewertung ist gut und jetzt, was sagt die Tabelle? Ich hoffe die Top 4, wir sind Trainer des Monats und wir sind Zweiter. Punktgleich mit Bayern. Richtig stark. 5 Punkte Vorsprung auf den dritten Leverkusen. Gucken wir kurz DFB-Pokal, ob wir dabei sind. Ja, sind nur noch gegen Gladbach und 60 ist dabei gegen Dortmund. Dann kurz die Champions League, da sind wir nicht, ich weiß, aber wen es interessiert. Hier, diese weiteren Gruppen gucken wir nicht durch. Jetzt aber die, wo ist sie? UEFA Europa League. Sind wir noch vertreten? Gut, das ist die Vorrunde, da sind wir nicht. Das heißt, entweder sind wir, genau, der Zweite wird in die Vorrunde kommen, glaube ich zumindest. Also entweder sind wir direkt weiter oder raus. Und wir sind direkt weiter. Wir kommen als Erster weiter. Sehr gut. Was? Hä? Eine Tordifferenz von minus 1. Noch nie gesehen, dass der Erste eine Tordifferenz von minus 1 hat.
Und wir verlieren gegen OL mit 5:1. Und mit 2:1. Ja, daher kommt und gewinnt immer nur knapp. Aber scheißegal. Gehen wir die anderen durch. Ja, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall OP, Ischi und Atletico sind Europa League. Okay, überraschend. Aber das interessiert uns nicht. Sondern uns interessiert, was wir machen, beziehungsweise wie unsere Mannschaft aussieht. Die sieht so aus. Gut, Ihattaren kommt da rechts gar nicht klar anscheinend. Orban sinkt langsam und der Bono auch. Ich würde sagen, ich zeige euch wie immer die Transfers, weil einiges, beziehungsweise ein bisschen, das müssten wir auf jeden Fall noch tun. Und wir haben Karl Klaus an, ja, irgendwen verkauft, ich glaube durch einen Vorvertrag. Und wir haben noch einen Transfer zu vermelden, und zwar, wir verkaufen Kilian Sil... Gilia, glaube ich, so schreibt man aus, mit 36,4 Millionen. Und wir haben auch schon einen Ersatz für ihn. Und zwar ein Borna Sosa, der kehrt zurück in die Bundesliga. Ich weiß es eigentlich, Linksverteidiger, aber ja, der kann sicher auch rechts spielen. Und wir geben wirklich jeden Cent aus mit der Verpflichtung von Martin Vandervoort für 30,5 Millionen Euro. Ich muss leider auch zugeben, der ganze Scheiß, dass ich so arg viel wenig, gut, daran liegt es jetzt nicht komplett, aber ich habe an Pascal Köpke, wollte ich mit ihm Vertrag verlängern, einfach, dass ich noch 1-2 Millionen Euro dann kriege für ihn. Und ich habe ihm, ihr seht schon, aus den 140.000 Wochengehalt gegeben. Und ihn rauszuschmeißen, würde mich jetzt 3 Millionen kosten. Und ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach mal so gelassen. Es ist ja alles noch gut gegangen. Und wir sind mal wieder angekommen am Deadline Day. Es passiert jetzt also nichts mehr. Wir haben, wie gesagt, kein Geld mehr, noch 4 Euro aktuelles Budget. Das ist wirklich nichts mehr. Hatten wir Glück, dass er das annimmt, der Vandervoort. Schauen wir kurz auf die Mannschaft. Die sieht jetzt so aus. Echt stark. Ey, da passt irgendwas nicht. So, jetzt stimmt sie. Genau, da kann man da jetzt mal auf dem rechten Flügel. Wir haben auch umgestellt, dass das für den Ihattaren vielleicht ein bisschen besser ist. Jetzt aber genug davon. Wir schauen rein in Kalender und springen vor. Ja, gut. Nee, wir nehmen hier nicht. Wir nehmen das gar nicht mit. Wir gucken bis zum 1. Juni. Vielleicht sind wir im Europa League Finale. Wäre mega geil. Wäre natürlich noch geiler, wenn wir das gewinnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier sind wir auch schon im Juni 2028. Ich bin richtig gespannt. Vor allem auf die Euro League. Trainerbewertung passt. Jetzt aber zur Tabelle. Meister wäre natürlich absolut geil. DFB-Pokal, wir gewinnen! Wir sind also DFB-Pokalsieger, wir gewinnen gegen Frankfurt im Finale, im Elfmeterschießen mit 5:4. Und Bundesliga sind wir Dritter. Oh, ärgerlich. Ärgerlich, nur mit 2 Punkten hinter dem Tabellenersten, weil wir die letzten Spiele nicht ordentlich spielen. Wir verlieren gegen Bayern, der Rechtsedias, und vor allem das hier, wir spielen unentschieden gegen Köln mit 2 Punkten mehr. Gut, ist aber nicht so wichtig, ich will ja eigentlich eh als Erfolg die Champions League haben, also die Champions League zu gewinnen. Jetzt kommt aber auch die andere Sache an. Gut, die Champions League zeigen wir euch, zeige ich euch kurz. Die gewinnt AC Mailand, die Conference League gewinnt Gladbach und jetzt wird es entscheidend. Gewinnen wir die UEFA Europa League? Nein! Wo sind wir raus? Okay, Dortmund, oh, sind wir raus? Wir verlieren gegen Monaco. Also gegen jeden, gegen PSG, was weiß ich, okay, aber gegen Monaco. Naja, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Gut, kann man aber nichts ändern. Schauen wir uns mal das Team an, das sieht so aus. Okay, also echt stark, wo halt wirklich die ganze Abwehr eigentlich, Orban, Varane, Cancelo und Sosa fallen jetzt dann. Mokoku vorne in den 90, das ist natürlich brutal. Wir müssen aber jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen jüngere Spieler verpflichten, aber davor auf die Statistiken. Die sehen so aus, Spieler mit den meisten Einsätzen ist da Bayo Gittens, ich glaube der hat alle, ich habe es jetzt nicht genau durchgerechnet, aber der müsste alle haben. Dann kommt dann McAllister mit 46, Mokoku und so weiter. Dann meisten Tore erzielt, der Mokoku ganz klar mit 27, dann der Bayo Gittens und dann McAllister mit 17 und dann erstmal nichts und Lemada mit 4. Dann Torvorlagen hat die meisten, auch der Mokoku, McAllister Nummer 2 und dann der Lehmar. Ist eigentlich ganz ordentlich. Das war's aber soweit. Ich würde sagen, wir springen in die nächste Saison dann wieder und hoffen, dass in Jahr 7, wenn mich nicht alles täuscht, genau, müsste in Jahr 7 sein, wenn es heißt, endlich spielen wir UEFA Champions League, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Das gibt's aber wie immer erst im nächsten Video. Das Video war schon mal ein echter Erfolg. Wir wurden Dritter in der Bundesliga und haben uns vor allem, das ist das Logische, dann auch für die Champions League qualifiziert. Das heißt jetzt, wir könnten theoretisch im nächsten Jahr sogar das Projekt abschließen, wenn wir die Champions League gewinnen. Sollten wir im Champions League Finale stehen, muss ich mir noch überlegen, das zocke ich dann vielleicht sogar selber. Das war's aber jetzt von der Folge.
bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf unsere eigene Bundesliga, schaut doch jetzt rechts oben gern mal rein in das Projekt und links oben könnt ihr mich ganz kostenlos abonnieren. Würde mich mega freuen über euren Support. Das war's aber jetzt wirklich. Ciao, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.